Kurs sein. Mathematik 2. Semester. Und er hat hier ein ganzes Sammelsurium, ein Buch voller solcher Eigenschaften. Also das Erste ist, er schreibt an die Tafel hier, ich mache jetzt diese Fachbegriffe nicht. Leg einfach mal hin. Weil da viele mathematische Fachbegriffe, 1 durch K und daneben 1 durch K plus 1. Warum? Ich weiß nicht, wie es geht. Im zweiten Semester Mathematik, was davon ist größer? Er wird eigentlich, es war in einem Kontext eigentlich, ich werde gar nicht auf die Idee kommen, das zu fragen, weil das ist das Primitivste, was es gibt. Er fragt, was von den beiden Ausdrücken ist größer, und er kriegt keine Antwort. Moment. Das ist immer mein, ich helfe dir ein bisschen. Ich sage, wie hast du es gesehen? 1 durch K oder 1 durch K plus 1? Welche dieser beiden Ausdrücke ist größer? Moment, es ist allein, was, wenn wir nicht viel mit, aber er sagt, okay, der hat keine Antwort gekriegt. Dann hat er hingeschrieben, machen wir es halt so. Das ist übrigens dasselbe. 1 durch K, sagt er, da denke ich mir, das ist 1 durch 6, ein Sechstel. Und 1 durch K plus 1 ist ein Siebtel. Was von den beiden Sachen ist größer? Der ganze Hörsaal, keine einzige Meldung. Keine Meldung. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Und jetzt sagt er, okay, wenn die nichts sagen wollen, dann fragt dann in der ersten Reihe, was meinen Sie? Und spricht direkt dann an. Und was macht der? Er wird unten holt den Taschenlöcher raus. Bruder, darf ich kurz sagen, das erinnert mich an eine alte Fußballergeschichte. Wenn du zu uns kommst, wird dann gesagt, dann verdienst du so viel wie du kriegst ein Drittel von dem, was unser Topstar verdient. Und dann sagt er, nee, das ist mir zu wenig, ich will mindestens ein Viertel. Ich hole jetzt Marion, ja? Ja, und das ist jetzt, und er sagt dann, ich habe ein ganzes Sammelsurium, ein ganzes Buch mit solchen Sachen. Ist es eigentlich sinnvoll, überhaupt in dem was zu lernen? Und immer, wenn man dann sagt, das hast du doch schon Abitur gehabt, im ersten Semester. Nee, das haben wir nie gehabt. Das haben wir nie gehabt. Es ist auch eine Demonstration von der totalen Verblödung der Menschen. Das ist jetzt wie unsere Politiker. Da kommt jetzt der Holger, das sind nur aufgeblasene, gefälschte Doktortitel, Studienabbrecher. Und wenn du dann schaust, was die für Werdelauf hat, große Masse, das ist alles aufgeblasen. Selbst hast du immer nach eigenen Angaben. Wir haben selber nachgeschaut hier und du schüttelst nur noch den Kopf. Und jetzt ist jetzt, sind die Politiker wirklich so schlimm? Sag ich, nein, die Wähler sind, wie schlimm müssen die Wähler sein, die diese Politiker wählen? Und also lass uns so einfach die Straße gehen, lass dich, unterhalte dich mit normalen Menschen. Dann hast du eben wieder das Massenvolk, das einfach nur wirklich zeitungsgesteuert ist. Dann erzählt der Gogo eine schöne Geschichte in seiner Steuerkanzlei, die haben eine ganz edle Steuerkanzlei, sagt er, wir haben 25 Ärzte. Da waren alle, die ersten, wenn die zu ihm kommen, das erste, was sie sagen, bist du geimpft? Das war jetzt in Österreich. Der sagt nein. Ein aller einziger gesagt, richtig, mach Busch. Und 24 anderen. Alle mit derselben, aber das ist doch bewiesen und das ist die Zahlen, die predigen, er war entsetzt, die predigen nur das, was in der Zeitung steht, die offizielle Schiene noch in Österreich. Das so offensichtlich ist, es ist dieses geistlose Nachäffen und jetzt lese ich immer wieder im Prediger, in Kohle, das Buch Kohle, nichts Neues, Eitelkeiten, nichts als Eitelkeiten, nichts Neues in dieser Welt. Es wiederholt sich zu allen Zeiten. Es ist jetzt, 45, jetzt, wir haben exakt denselben Zustand. Und das Einzige, was sie können, wenn du liest, die Einzigen, die die Wahrheit sagen, sind die angeblichen Rechten. Aber rechts ist so einprogrammiert in den Menschen, dass die nicht mehr zuhören. Ich rede jetzt nicht, dass die Partei besser wäre, aber wenn du die Reden anhörst von der AfD, jede einzelne Rede mit Holofeeling im Hintergrund, sagst du eigentlich ja. Die letzte, wo mir aufgefallen ist, ich schaue mir das gar nicht mehr, weil die Überschrift hat mir gefallen, wo ich hier ganz klipp und klar sage, da war die Überschrift, glaube ich, die Impfschäden sind mittlerweile für unsere Regierung wie das Weihwasser für den Teufel. Das heißt, die beten das weg ohne Ende und es wird unaufhaltsam, allen voran dieser Montgomery von der Ärzteschaft. Ja, ja, ja. Die Physiognomie, wenn du dir schon anschaust, der ist gleich, wenn du nur sagst, in einer Riesenautorität, dass das alles Lügner sind. Aber was er im selben Moment sagt, dass in der Schweiz zum Beispiel die ganze Regierung, alle und in Amerika doppelt lieben, alles Lügner sind. Aber jetzt habe ich wieder Cut.
Ja. Wichtig ist, es kann, da außen ist nichts. Halt, verdammt nochmal, das zweite Gebot. Es ist so unendlich einfach. Das heißt, du darfst dir was ausdenken, du kannst dir jetzt träumen, der Geist eh nichts raussuchen. Aber du musst wissen, das, was du denkst, alles, was du bist, Gott für das, was du denkst, du erschaffst es und es ist so, wie du es denkst. Und wenn du dich jetzt über was aufregst, das ist immer, wo mir so gefallen hat bei den Philosophen, das macht einen sprachlos, der Bruno Kaiser. Wir sind Hochintellektuelle, die hier einfach nur sprachlos sind. Das sieht doch jeder, das ist so offensichtlich, wie kann man das glauben? Das wird immer offensichtlicher. Ich sage, ihr Deppen, begreift ihr, dass eure Figuren, die ihr euch ausdenkt, nicht anders sein könnte, wie ihr euch das ausdenkt? Und ich lasse euch das denken, dass ihr irgendwann einmal begreift, wie doof seid ihr eigentlich, dass die Idioten und Schwätzer ausdenken und ich richte euch auf, weil die das nicht sehen. Ich sage dir, weil Gedanken in deinem Kopf so sind, wie du sie dir denkst und du denkst immer noch, obwohl ich euch das tausendmal erklärt habe, dass ein Gedanke von dir so ist, wie du in dir denkst und du denkst dir, die können dich jetzt sehen. Auf der Unterlegene sieht und hört gar keiner was. Und wenn ich dir mit dem Hammer auf die Hand haue, ich garantiere, die ausgejagte Hand kriegt das nicht mit. Nichts und niemand, den du dir ausdenkst, spürt was, empfindet was, sieht was, weiß was. Es sind einfach nur Erscheinungen in deinem Traum. Das Problem ist, sobald du dir einen Menschen ausdenkst, meinst du, der hätte Bewusstsein. Und ich sage schon, ich zucke schon mal, wenn einer sagt, der hat ja so viel Geist oder so viel Bewusstsein, ein klares Zeichen für einen, der sich das denkt, dass er noch nicht begriffen hat, was er selber ist. Mhm. Bewusstsein kann man nicht besitzen oder Geist. Das ist man. Und wenn ich das bin, dann ist mir das vollkommen klar, dass meine Informationen, dass die Wellen, meine Gedankenwellen nicht für ewig sind. Die sind in dem Moment, wo ich sie denke. Aber wie kann er das wissen, wenn ich ihn so ausdenke? Geht auch gar nicht. Nein, wenn du dir jemanden denkst, dass der das weiß, dann ist es für dich so, weil du das denkst. Er selber weiß es nicht. Und wenn du jetzt mit irgendjemandem, wenn du mit irgendjemandem sympathisierst, ich betone das Wort Sympathie, heißt mitleidest. Wenn du mit irgendjemandem Mitleid hast, das schönere Wort ist dann noch Empathie, wo man dir reinhämmert. Da habe ich so darauf hingewiesen, das Wort Empathie wird überall gesetzt mit Mitgefühl. Nein, Empathie ist Leid. Apathie heißt nicht leiden. Du musst vollkommen apathisch werden, nicht leidend werden. Sonst wirst du nicht frei, weil das Leid manipuliert dich. Sympathie heißt Mitleiden und Empathie heißt Emos kommt von Emos, heißt mein Leid. Wenn du jetzt mit irgendeinem, du träumst, wenn du mit irgendeinem Gedanken sympathisierst, dann leidest du mit ihm mit. Okay, dir sollte jetzt erst einmal klar sein, dass durch dein Mitleiden dem in keinster Weise besser geht, sondern in deinem Traum vermehrst du das Leid. Ich könnte jetzt sagen, dann geht es denen scheiße und dir geht es auch noch scheiße, weil du ja mitleidest. Du vermehrst durch Sympathie Leid. Er leidet und du leidest mit ihm mit, deswegen geht es ihm nicht besser und du machst mehr Leid. Jetzt, wenn du aber mitkriegst, was ich dir erkläre, dass die Figuren in deinem Traum das nicht mitkriegen, dass du sie träumst und wie du sie träumst, das sind Illusionen, dann erschaffst du eigentlich Leid, indem du mit jemandem mitleidest, der als Ding an sich, sprich der Gedanke, der Mensch als reine Information gar nicht leiden kann. Er hat nur den Anschein, dass er leidet, und zwar deshalb, weil du ihn so träumst. Das ist diese Fülle, pass auf. Das ist, wenn man das immer wieder wiederholt, und das muss präsent sein, dass du das verstehst, auch an deinem Körper. Udo sagt tausende Male, wenn du Zahnschmerzen hast, der hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist dein Zahn. Und wenn ich jetzt da mit dem Hammer drauf haue, die Hand spürt es nicht. Udo, mach mal deine Hand. Schau mal, jetzt pass auf. Wir gehen einmal davon aus, du bist jetzt nicht der Reda und du bist nicht der Udo. Dann kannst du jetzt nachvollziehen, für dich ist vollkommen logisch, dass der Redo das spürt und der Udo spürt es. Wieso? Weil da Rezeptoren sind, die dann hochgehen und wenn es im Gehirn drin ist, ankommt, dann spürt der Redo das und wenn ich das mache, kann er das ja nicht spüren. Und umgekehrt. Das ist das, was deine Logik dir aufzwingt, die Logik, die du als Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen erkennen solltest, weil es definitiv so ist, wenn du jetzt der Redo bist, spürst du das und das spürst du nicht. Aber du kannst jetzt anhand deiner Erfahrung, sprichst du das, was du jetzt dafür gefühlt hast, sprichst du jeden zu, wenn der gesund ist, dass wenn ich bei der Helga, egal wo ich drauf habe, der das ziemlich dasselbe spüren in der Maß mit dem Kugelschreiber. Das ist alles unheimlich logisch, aber es ist schlichtweg und einfach falsch. Es ist so, weil du so programmiert bist. Die Empathie ist dieses Gefühl, das du hast, das ist, dass du jetzt das konstruierst, der spürt es ja. Gedanken kriegen das nicht mit.
Nur der träumende Geist erlebt das, was er träumt, niemals irgendwas. Darum kann die Hand, wenn ich mit dem Hammer drauf hau, dass das Blut spritzt. Und ich gebe dir zur Spritze, das ist natürlich auch logisch, dass man diese Leitung, die da hochgeht, abschalten, dann kannst du, ist es nicht anders, ob ich da hinhau oder Kottel hinlich. Natürlich logisch, weil das Signal geht ja nicht hoch. Aber die Hand selber spürt es ja nicht. Es muss da oben ankommen bei dem Geist, der da oben sitzt, aber selbst das da oben ist ja, das denkst du ja alles nicht. Da ist ja gar kein Gehirn da, wenn du es nicht denkst. Das heißt, du lebst in einer Welt, und das betone ich nochmal, dass der Zweite, das Geschwätz vom Zweiten, das ist die Logik. Alles, was dir Wissenschaftler erzählen, was dir religiöse Menschen erzählen, was du vom Hörensagen kennst, was du letztendlich als hundertprozentig sicher bewiesen ansiehst, wird sich herausstellen, dass es in 99,999% der Fälle nicht einmal überprüft werden kann, wenn du wolltest. Es sind einfach nur logische Konstrukte. Du bist so programmiert. Und das, was ich dir jetzt sage, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, und jetzt kommen wir mit dem Schöpfer, dass du nicht nur deine Gedanken erschaffst, das ist hundertprozentig sicher, sondern auch all deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Dass in dem Moment, wo du glaubst, aufgrund deiner Logik, du denkst jetzt irgendwas aus, das ja jetzt nur ein Gedanke ist, mein Eiffelturm, ich muss das immer wieder wiederholen. Ich habe auf meinem Programm ein Eiffelturm drauf. Genau genommen ist das auf deinem Programm, weil du träumst jetzt und du denkst jetzt an Udo aus und alles, was der Udo dir erzählt, entspringt ja aus dir. Ich bin mit Sicherheit der Einzige, der behauptet, ich existiere nicht, wenn du mich nicht ausdenkst. Ich wüsste jetzt nicht irgendwann, der das schon mal behauptet hat in der Art und Weise. Ich meine es aber vollkommen ernst. Es existiert für dich immer bloß das, was du denkst, und wenn du an dich denkst, denkst du an einen ganz bestimmten, und das ist das Leben, das du zurzeit durchlebst. Aber das nächste Leben, die ganzen Leben, wenn bloß von einem allereinzigen Geist durchlebt, das ist der, der uns jetzt ausdenkt. Und da ist jetzt bloß eins für dich aktuell. Und alle anderen sind Figuren in deinem Traum. Und da war da nichts nacheinander, es gibt kein Nacheinander. Du musst wirklich das Jetzt verstanden haben. Da kannst du ja nichts retten. Das ist, wie definierst du retten? Das heißt, das, was ich dir jetzt erzähle, und es ist immer wieder dasselbe, ich erkläre es den Geist, der jetzt ein Leben durchlebt, ich bin ja vom Bücherregal, du bist der, und darum muss ich in dir in Erscheinung treten als Udo, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist, und ich erzähle das jetzt nicht dem, der du zu sein glaubst, das kann man nicht oft genug hören, sondern den, der mich jetzt ausdenkt. Dann kommt in den Selbstgesprächen immer, wenn du einen Lautsprecher dir anhörst, denken wir uns jetzt in die Vergangenheit, sagt dann der Lautsprecher, das Pixelmännchen Udo immer, also ich denke mir jetzt den Udo und den Redo, je nachdem, was für ein Selbstgespräch ist, aus. Und ich höre den jetzt reden, den Lautsprecher. Bist du schon ich? Egal, wer du jetzt so sein glaubst, dann wirst du sagen, ja. Natürlich immer als Personifizierung vom Computer. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Materialisieren. Am Anfang habe ich gesagt, es ist hundertprozentig von jedem Kind, kann sich bewusst machen, dass es Gott, sprich der Schöpfer, ist für das, was es denkt. Es erschafft in seinen Kopf, wie wenn er nur dafür was meinst. Kann sich aber nicht raussuchen, mein Pinsel, uraltes Pinselbeispiel. Ein Pinsel malt ein Bild, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Der Kugelschreiber kann sich nicht raussuchen, was er malt, schreibt. Aber alles, was gedacht wird, ist ein Dasein-Müssen, ist komplett freizusprechen. Das heißt, egal an wen du jetzt denkst, an einen Griechen, an einen Putin, an einen Hitler, egal an was du denkst, der kann sich nicht raussuchen, dass du ihn jetzt denkst, und du kannst ihn nicht raussuchen, dass du das jetzt denkst, weil du träumst jetzt den Udo, und der Udo sagt die Worte, das konntest du dir auch nicht raussuchen. Ich habe mal so einen jugendlichen Schüler gehabt, der hat einen ganz tollen Satz kreiert. Das ist der Kleine da hinten. Mittlerweile ist auch, wird er langsam grau, glaube ich, die ersten Ansätze. Seine erste Erkenntnis von Braun vor über 20 Jahren war, eine tiefe Erkenntnis in ihm, die spreche ich jetzt ihm zu, die einzige Freiheit, die du hast, ist, dass du erkennen kannst, dass du überhaupt keine Freiheit hast. Es ist ein Daseinmüssen. Ein träumender Geist kann sich überhaupt nicht raussuchen, was er träumt. In dem Moment machen wir aber den träumenden Geist schon so einen Gedanken, so etwas, was gemalt wird. Und da musst du dich nochmal drüber erheben. Und diese absolute Akzeptanz der Unfreiheit erzeugt im selben Maß, immer Wellenberg, Wellendal, eine unheimliche Freiheit. Das ist nämlich die Erkenntnis, dann kann ich mich zurücklehnen, mir den Traum anschauen, mir Chips reinhauen und einfach mal schauen, was passiert. Ja. Es ist wie in einem Kino. Ich habe keinen Einfluss drauf.
Weil jegliche Art von Wollen und Strebungen ist schon wieder, du gehst voll dieser Unfreiheit einer Logik auf den Leib. Da gibt es ja keine Schutzzuweisungen bei Gott. Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Ich sage, was ist das für ein noch mächtigerer Gott, der sich so einen dummen Gott ausdenkt, der so viele Fehler macht, der so grausam ist, was auch immer. Das ist die Anmaßung, die beten Gott an und auf der anderen Seite werfen sie ihm vor, dass er eine scheiß Schöpfung erschaffen hat und das rechtfertigen sie mit Satan. Das sagt, du bist Gott und Satan in einem. Übrigens so simpel, ihr wisst, wie tausendmal ich das erzähle, hier nur in Hiob lesen. Der Satan ist überhaupt keine negative, böse Figur. Das ist die rechte Hand eigentlich der Staatsanwalt von Gott. Das ist übrigens jetzt nicht dahin gelesen. Es ist so ein geistig, denn du bist als normaler Mensch so ein geistloser Affe, der jeden Scheißdreck nachäfft, aufschnappt. Hast du jemals selbst gedacht? Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich denken soll. Ich sage, du müsstest einfach bloß nicht nachäffen, sondern nochmal schauen, was jetzt da ist. Cut. Was ist da, wenn du eine Zeitung liest? Einfach dir bewusst machen, was da ist. Ein Fetzen Papier mit Worte drauf. Das ist das, was jetzt ziemlich wahrgenommen da ist. Auf deiner Farbbrille, in einer gewissen Entfernung. Du schaust die Worte an, dann sprichst du die Worte in der Regel und die Worte wiederum, im Anfang war das Wort, denkst du dir was aus. Den Eiffelturm jetzt zum Beispiel. Der ist auf deinem Programm drauf. Das ist übrigens, wenn du jetzt ein Video anschaust von einem Physikprofessor, musst du wissen, wo kommt das Video her, wenn du träumst? Von außen irgendwie, vom Internet? Das ist die Symbolik des Traums. Jede Internetseite, die du aufmachst, wenn du am Computer sitzt, jetzt normal gedacht, wenn du träumst, kommt es aus dir, weil das ganze Wissen in dir drin ist. Das ist übrigens so. Was meinst du, wo ich mein Wissen her habe? Ja, aus dir, weil du mich ja jetzt ausdenkst und ich aus dir heraus vorgestellt, ausgedacht wäre, muss ich jetzt erst einmal, wo komme ich her? Ja, da, wo ich wieder reinfall, wenn du mich nicht mehr denkst. Gerade habe ich einen Calvinismus erklärt. Die Menschen kommen nicht in den Himmel oder in die Hölle, sondern jeder einzelne Mensch, den du in deinem Kopf erschaffst, den du dir ausdenkst, irgendwo hindenkst, räumlich oder zeitlich, der ist nie in der Außen geboren worden. Der Einstein ist nicht irgendwo in Ulm geboren worden oder sonst wo. Er entsteht hier und jetzt, weil du ihn denkst, und wenn du nicht mehr denkst, fällt er wieder in dich rein. Das ist ein Gedankenwelt. Du erschaffst den Platon, du erschaffst den Hitler, wenn du jetzt träumst. Und du wirst feststellen, wenn du Geist bist, und du bist Geist, wenn du mich sprechen hörst. Ob jetzt die anderen, und jetzt mache ich einen Sprung, Allmänner, einer der ersten Vorträge, wenn du mich jetzt sprechen hörst, und du schaust jetzt um dich rum und da sitzen andere, können wir das wiederholen in Allmänner? Und du meinst, die hören mich auch sprechen. Es ist möglich. Du wirst es nie überprüfen können. Was hundertprozentig sicher ist, dass du mich jetzt sprechen hörst und du bist der Einzige, dem ich das erzähle. Und der ist immer noch da. Ist dir das schon aufgefallen, dass du immer noch da bist? Hat man dich wie ein Zeck, egal wer du jetzt sagst. Jetzt grinst du endlich und du merkst, die waren da dabei. Es ist nur einer. Wobei, der, an den du jetzt denkst, der vor 20 Jahren in Almener war, da ist fast nichts mehr über, sonst ist immer ein Spindelschau. Ich meine, was ich für eine Granate war vor 20 Jahren. Gell? Meine Ägypterin. Auch das noch. Es ist das, was es ist. Und jetzt ist es also so, dass die anderen dann immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das nützt dir nichts, wenn du einen fragst, hörst du den Bruder auch sprechen oder das, weil die werden das antworten, was dir logisch erscheint. Du wirst ihn reden und ihn fragen jetzt, wenn du die Betty bist, hörst du den Bruder auch sprechen. Er wird das sagen, was du träumst, weil deine Logik baut diese Figuren auf. Mein berühmtes, was denken dann die anderen von mir? Die anderen, die du dir jetzt denkst, die werden das denken, was du denkst. Und ihr merkt, ich könnte euch so viel Neues erzählen, das muss im tiefsten Innern installiert sein, weil du dich immer wieder im Alltag erwischt, Nennert. Du erwischst dich immer und immer wieder, dass du wieder abstürzt und so in einseitige Währungen, in Rechthaben kommst. Und das wird immer enger werden. Also ich meine jetzt die Zeit, wo dir das wieder bewusst wird, wo du die Notbremse ziehst, weil du einfach unachtsam bist. Oder wo man was bekämpft. Wenn ich einmal begriffen habe, dass es bloß jetzt gibt,
Und dieses Gefühl der subjektiven Zeit, Zeit ist was im wahrsten Sinne des Wortes Relatives. Es gibt wirklich bloß jetzt. Diese Vorstellungen, ich habe so viele Beispiele, ihr wisst es. Ihr vergesst es bloß wieder, wenn jetzt der Ruder da ist, dann hört man zu, dann ist das alles klar. Und ich habe in Filmfällen, da muss nur das Telefon klingeln. Ich habe so eine kleine Sache beim Bezi, das ist jetzt nur ein Musterbeispiel, wie er sein Büro noch hatte und kämpft ums Überleben. Und dann viele, wir sitzen da und wir philosophieren. Ich glaube, was nicht, mit wem ich warm habe, spaziert in der Verkäffchenzimmer zu ihm ins Büro. Er sitzt ja den ganzen Tag, nichts zu tun. Und dann klingelt, weil er irgendeinen Großauftrag in der Lebensversicherung hatte, am Laufen gehabt. Und wir philosophieren genau über diese Themen. Und dann klingelt das Telefon und geht hin und dann ersehnt der Anruf, dass da einer anruft, dann können die Versicherung bei ihm abschließen. Und das ist wie Schnapp. Und ich habe dann hier mit dem anderen, wir haben uns dann weiter unterhalten. Der war genauso noch, der war überhaupt nicht mehr da. Der war wie unter Hypnose, der war komplett weg mit dem Ohr. Er war in seinem Kopf, hast du gemerkt, das war wie umgeschaltet. Das ist gut, die Figur, die ich mir ausdenke, nicht. Wenn du beobachtest, merkst du das. Das ist auch viel jetzt mit dem Rennings hier, mit dem Thomas, der kurz auftaucht, das ist ja lieber, netter. Aber es ist halt der Thomas. Es sind die Filmfälle, es ist immer noch sehr, sehr viel Welt. Weißt du, auf der anderen Seite, was jetzt merkt, der war ja vor über 20 Jahren das erste Mal bei mir, da wollte er eine Schule, Lebensschule, Rosenkreuzer Institut aufmachen, Bewusstseinsforschung vor 25 Jahren, da lächelt er jetzt natürlich drüber, weil wie gescheit man sich vorkommt, wenn man in dem Alter ist. Ne? Das ist, das Alter macht sehr, sehr viel, schleift dann zurecht. Das klassische Prinzip, aber es ist halt immer wieder, die Welt ist sehr verführerisch und ich komme nochmal zum Meister Egger, das ist das, dass du hier, jetzt ist natürlich Meister Egger denken, dass am besten machst du dich zu nichts. Dass dich nichts mehr interessiert in der Welt und es wird immer klarer werden, obwohl es trotzdem da sein kann. Das ist, man kann sich für alles interessieren und es kann dir trotzdem gleichgültig sein. Was wir sagen, hier unser Fresstuhr, wo er da eingestattet hat, so, es ist mir so wascht, wenn ich bloß Brot habe, dass ich satt war. Aber wenn es da ist, ist es halt da, das muss man sich nicht vorwerfen. Die Frage ist, habe ich mir gefragt, wird es mir schlechter gehen, wenn ich jetzt den Stand nicht mehr hätte? Hat dir gefallen, oder? Die haben mir erst gestern übrigens geschickt, weil ich da nicht dran dachte, aber ich habe doch amüsiert, oder? Schön, ja. Ja, wir haben schon viel Spaß. Das ist halt beim Kochen, was noch das Zweite ist, dann hat er mit dem Kochen. Wir haben immer viel Spaß beim Kochen, gell? Ja, absolut, nicht nur da. Das Leben ist Lachen. Sie lacht immer, sie hat so herzhaftes Lacken, was die rumquietscht, wenn wir zusammen sind. Oder so. Es ist immer wieder dasselbe. Das hängt davon ab, wie nimmst du Worte auf. Denk an die alten Almener-Sachen. Mit die Witze, wie ich immer gesagt habe, hier. Die Witze, die schmutzigen Witze, wo ich rausgehaut habe, wenn ich gesagt habe, wenn ich jetzt die ersten 10 Minuten diesen Witz erzählt hätte, wären über, die sind ja, der Meister ist zurück, der Meister lauter Esoköpfe. Der Meister ist zurück, ist auch, mich interessiert eh bloß der, der mich jetzt sprechen hört. Wenn ich da, das sind 3 Tage, rund um die Uhr, und wenn ich da die erste halbe Stunde diese Witze erzählt hätte, wären über 70% aufgestanden und wären entsetzt gewesen und gesagt, was ist das für ein Mensch, wie kann einer behaupten, dass das der zurückgekehrte Meister ist. Und 3 Tage später, die haben keine Luft mehr gekriegt vor lauter Lachen bei dieselben Witze, weil ich dann sage, cut, was ist mit euch jetzt in diesen 3 Tagen passiert, dass ihr so herzhaft lachen könnt und seid einmal selbst ehrlich, wenn ihr die ersten 5 Minuten den Witz erzählt hättet. Wäre die aufgestanden, hätte ihn Saal verlassen, weil er mit so einem schmutzigen Zeug nichts zu tun haben wollte. Was ist passiert, dass ihr dasselbe plötzlich so eine Freude in euch auslöst? Ich habe das Wertesystem ein bisschen verändert. Nicht nur ein bisschen. Auf die Freiheit, ja, ist gut. Aber das muss man selber machen. Das war schon derb. Ja, es war schon derb. Ja, wir lassen immer wieder mal einen raus. Ja, der Türken ist. Ja, der Türken ist. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Das ist die unterste Schublade. Die absolut unterste Schublade. Und den Pappen haben wir aber auch nicht mit der Füchsin. Ach ja, das ist so.
Wollt ihr ihn hören? Was könnt ihr denn erzählen? Ein Hase, ein kleiner Hase, der geht hier in einen Fuchsbau hin. Dann kommen zwei junge Babys, Füchse raus. Und dann sagt die Kind, ist eure Mama zu Hause? Und dann sagen die, nein, die Mama ist nicht zu Hause. Und dann sagt die, sagt zu eurer Mama, nee, muss genau erzählen. Er sagt, pass auf, Kinder, ich verspreche euch, ich werde die nächsten Tage eure Mutter finden. Die Kleinen wissen gar nicht, was los ist. Der geht wieder, der Hase haut ab. Die Füchsin kommt heim. Die sagen, da war einer da, ein Hase da, der hat gesagt, der würde dich ficken. Nächsten Tag der Hase kommt wieder, die kleinen Füchse kommen raus, die Mama ist wieder nicht zu Hause. Kinder, lasst Zeit, ich verspreche euch, ich werde eure Mutter ficken. Geht wieder, die Mutter kommt heim, die sagen, jetzt war der schon wieder da, im dritten Tag kommt der Hase, diesmal ist er zu Hause. Die Füchse kommen raus, Mama ist wieder da. Die Füchse natürlich mit einem Zahn raus, der Hase rennt. Die Füchsin hinterher, er geht in seinen Fuchsbau, der wird immer enger. Und die Füchsin in einem Zahn nach und bleibt stecken. Okay, er geht raus, geht hinten an die Füchsin hin und jetzt kommt's. Was meinst du, was er macht? Er hebt den Schwanz hoch von der Füchsin, schaut so hin und sagt, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Aber ich habe es ja den Kindern versprochen. Aber ich habe es doch den Kindern versprochen. Ein Witz, Betty, ein Witz ist immer, dass du was denkst, wir haben in Almenau etliche, wo ich sage, es geht jetzt wieder rein um die Psychologie des Witzes, dass du immer vorrechnest. Das ist positiv und negativ. Das heißt, wenn du was hörst, du kannst gar nicht anders, dass du weiter konstruierst in dieser Spur. Und Lachen entsteht in dem Moment, wo bevor das eintrifft, wo du erahnst, das Ding an Haken schlägt und was kommt, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und jetzt ist es interessant, das erzeugt Freude und Lachen. Das nennt man die Pointe. Und genau das, du musst alles um 180 Grad drehen. Alles, wovor du jetzt eine panische Angst hattest, du vorrechnest. Ich sage, das Leben ist ein einziger Witz und ich habe die Angst vor der Pointe. Das, was kommt, wo ihr nicht damit rechnet. Und ich verspreche euch, wenn es soweit ist, kommt was, wo ihr nicht damit rechnet. Weil ein bisschen ein Joker müsste man schon in der Rückhand lassen. Ihr rechnet überhaupt nicht damit. Das ist es aber. Und jetzt kommt das, was ich sage, Vertrauen. Auch Schulmedizin, egal was, das ist jetzt mit dem Gunnar Kaiser, mit dem Krebs. Er wettert, jetzt eine Geschichte natürlich, sind immer Geschichten, er wettert 2 Jahre in seinen Interview-Videos über die ganze Ärzte, die verlogen ist. Es waren die Krankenhäuser voll, es ist bla bla bla, alles die Schiene halt, was man Querdenker und Schwuppler nennt. Aber sehr seriös, sehr liebevoll als Philosoph mit anderen hochintellektuellen Gesprächen, die alle entsetzt sind. 2 Jahre lang eine Unmenge von Videos über dieses Thema und er hat Krebs und was macht er? Er geht zum Arzt und lässt sich eine Chemo machen. Und dann kommt plötzlich, jetzt macht er Schamanen und stellt sich aber vielleicht nicht doch, dass das doch richtig ist und dieses, es geht um Vertrauen, das ist die Abraham-Geschichte.